Frank, hier spricht dein Gewissen. Ich bin ganz stolz auf dich. Du hast in deinen vergangenen Projekten so viel nachhaltige Sachen gemacht, wie die Restebox. Und auch günstige Projekte, die jeder nachbauen kann. Ganz toll. Ey, Digga, hier spricht die Lust. Sag mal, guckst du eigentlich mal in deine Kommentare? Die Leute wollen Bass, Bass, Bass. Jetzt bau endlich mal einen vernünftigen Subwoofer. Subwoofer. Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, Engelchen und Teufelchen haben mich bei Nacht besucht und dieses Mal musste der Engel sich aus dem Staub machen. Komisch. Warum? Ja, gewisser Gewissenskonflikt war es nämlich schon bei mir. Ich habe super viel Lob gekriegt für meine Projekte, die, wenig oder gar nichts kosten. Also das Resteprojekt ist super angekommen. Oder auch jetzt vor kurzem die Box Tempest. Die ist auch sehr gut angekommen, weil man da einfach nicht viel finanziellen Aufwand hat. Und man kann es ohne großes Risiko nachbauen. Heute kommt das Thema Subwoofer. Und da hat das Teufelchen gewonnen. Und das hat auch einen Grund. Bei Subwoofern bin ich der klaren Meinung, so ein Ding muss sehr stabil sein. Muss gewisse Eigenschaften mitbringen, damit es auch vernünftig läuft. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sowas auch im Heimkino eingesetzt wird. Und da rumst es bei manchen Leuten aber richtig in der Hütte. Und ja, dementsprechend, denke ich mal, kommt man mit günstigen Chassis und von mir aus auch Restechassis nicht wirklich so weit, als wenn man sagt, komm, ich nehme mal was Amtliches. Und ich habe mir was Amtliches kommen lassen. Nebenbei eingeblendet habe ich euch ja jetzt schon das Unboxing. Da konntet ihr da schon ein bisschen was sehen. Es handelt sich dabei einmal um ein Chassis, welches speziell konzipiert ist für Subwoofer-Anwendungen. Es ist ein Gehäuse. Das werden wir im nächsten Teil uns mal genauer anschauen, weil so ein Ding, so ein Gehäuse kriegen auch die Leute zusammen, die sonst zwei linke Hände haben. Kennt ihr ja. Links. Auch links. Na, zwei linke. Und im letzten Teil schauen wir uns an den Plate Amp, also den Amplifier, der da reinkommt. Das ist eine Class D Endstufe mit DSP an Bord für diverse Einstellmöglichkeiten. Und schon ist das Projekt dann perfekt und zusammen. Und wir gucken uns das einfach mal gemeinsam jetzt an. Ich freue mich auch schon tierisch, dass ich bald einen richtig schönen, fetten Subwoofer meinen eigenen nennen darf. Ist eigentlich ein schönes Projekt, was ich noch nicht hatte halt hier auf dem Kanal. Und an der Stelle gleich wieder, ich hatte es euch ja mal vor, ach Gott, gleich am Anfang gesagt, wenn ich irgendwo unterstützt werde, wenn ich irgendwo quasi Werbung mache, sage ich euch das. Ich wurde für dieses Projekt unterstützt von der Firma Variant. Variant ist relativ neu am Markt. Seit 2018 wurde die Firma, glaube ich, gegründet. Und die haben den Vertrieb für Dayton-Chassis in Deutschland. Das heißt, da gibt es erstens keinen Grund mehr, irgendwo aus dem Ausland das Zeug heranzuschaffen, weil die Preise sind sehr attraktiv. Und es gibt ja viele Leute, die wollen irgendwo mal 2, 3 Euro sparen und suchen sich den günstigsten raus. Ja, dann kann es aber auch sein, dass er da 8 bis 12 Wochen auf euer Zeug wartet, weil einfach nicht alles am Lager ist. Bei Variant ist das Lager eigentlich recht gut gefüllt und dementsprechend bekommt ihr die Sachen, die ihr haben möchtet, eigentlich auch recht schnell nach Hause. Ich sage eigentlich, weil alles hat man nicht immer am Lager, das geht nicht, aber Variant ist da ganz gut bestückt. Wie bin ich auf die Jungs überhaupt gekommen, kann ich euch auch sagen. Ich habe ja nach Subwoofer-Chassis geschaut, habe rumgewühlt und bin recht schnell auf die Firma Dayton gekommen mit ihren Subwoofer-Chassis, die sie haben.
Und dementsprechend, ja, landet man automatisch bei Variant. Ja, und da ist eigentlich der große Bringer, dass die Firma Variant eine Tischlerei eigentlich ist, die Lautsprecher baut. Lautsprecher entwickelt auch. Die haben auch ihren Entwickler da, ganz klar. Ja, die Jungs sehen so aus. Ich kann euch die mal eben zeigen. Hier auf dem Bildschirm habe ich hier irgendwo auf. Über uns. So, das sind die drei Protagonisten, Hauptprotagonisten von Variant. Und wie gesagt, der Michael, mit dem habe ich schon telefoniert, ist der Schreinermeister. Der weiß also ganz genau, was er tut bei den Gehäusen. Ist auch der Firmengründer und liebt Lautsprecher. Und ja, für die eigentliche Technik, für die Entwicklung, das dahinter steckt, muss ein Entwickler in der Firma drin sein. Und das ist der Thorsten Fischer. Der macht die Entwicklung der ganzen Lautsprecher und werden unterstützt von dem Daniel hier, der Vertrieb macht. Ich habe mit allen dreien schon telefoniert. Leute, ist ein Erlebnis, da solltet ihr auch mal anrufen. Macht echt Spaß mit den Jungs. Ich habe da eine super Beratung bekommen. Ich wollte eigentlich erst ein ganz anderes Basschassis haben als dieses hier. Ja, das hätte aber nur auf, ich glaube, 70 bis 80 Liter gepasst. Und letztendlich, ja, nach ein paar Telefonaten war klar, das wird dieser Lumpi hier, weil der Lumpi, der läuft auf 50 Litern. So, wie heißt denn der gute Lumpi, den ich hier vor mir habe? Das ist der Dayton Audio. Hier steht's RSS 315 HFA minus 8 12 Zoll. Lange Bezeichnung. Ja, was ist es? Ein 12 Zoll Chassis. Das gute Stück hat 8 Ohm. Ja, bevor jemand aufschreit, oh, muss aber 2 Ohm oder 4 Ohm haben. Wir sind hier erstens nicht im Auto-Hi-Fi-Bereich. Zweitens müssen wir nicht die unendliche Leistung daraus saugen. Das ist kein PA-Chassis, sondern das ist Home-Hi-Fi, was wir hier weiterhin machen. Und dementsprechend ist die Chassis-Auswahl da auch gefallen. 8 Ohm ist völlig in Ordnung. Es ist, gehört zur Referenzserie. Was bedeutet das? Kann ich euch vielleicht zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt mit dieser Kamera hier schon seht. Hier ist eine super gute Belüftung drin in diesem Chassis. Man sieht es vielleicht auf dem Foto noch mal besser. Ich mache das mal groß. Genau, hier sieht man es. Also wenn ihr das euch hier anschaut, hier ist eine Polkernbohrung drin, sehr gut belüftet. Und hier sind noch weitere Belüftungen. Wenn das Chassis sich halt hin und her bewegt, kann hier gut die Luft hin und her, das Chassis kann atmen, ohne eingebremst zu werden. Ist ein super wichtiger Punkt bei einem Subwoofer-Chassis, ja, damit das einfach nur frei laufen kann. Ist eine Sache, da solltet ihr drauf achten. Das Chassis kann es. Ansonsten sind bei diesem Chassis als besondere Punkte vielleicht hervorzuheben, dass eine besondere Klirrarmut drin sein soll. Was bedeutet jetzt Klirrarmut? Es sind in dem Chassis verbaut, es steht, glaube ich, hier unten im Text drin, Product Details, sogenannte Impedanz, ja, Kontrollringe, sagt man eigentlich. Das heißt, das Magnetfeld, was hier drin erzeugt wird, das wirkt ja nicht nur auf die Schwingspule, sondern es wirkt auch in alle anderen Richtungen. Und ja, diese Magnetfelder werden, sage ich mal, gezügelt durch diese Impedanzkontrollringe. Das sind besonders niederohmige Schleifen, die man im Magnetsystem drin hat. Und ja, dadurch wird, wie soll ich sagen, Eigenleben, Leben und Überschwingen des Chassis so ein bisschen gebremst. Und das hat zur Folge, dass eine besondere Klirrarmut drin ist. Ja, diese Gimmicks haben normalerweise nur sehr, sehr hochpreisige Chassis drin. Ich denke da jetzt mal an norwegische, skandinavische Geschichten von CERS zum Beispiel. Da sind Impedanzkontrollringe ja, fast ein Standard. Aber es kostet halt Geld, zusätzlich Kupfer unterzubringen in solchen Chassis. Hier wurde es gemacht, finde ich ganz toll. Der Magnet selber hier ist ein herkömmlicher Magnet. Ja, kein Neodym oder sowas. Dann kann man ja die Magnetsysteme besonders klein bauen. Ist doch völlig unnötig bei so einem Ding. Deshalb ist hier ein Standardmagnet drin. Mit der zusätzlichen Impedanzkontrollgeschichte. Was ist noch wichtig an dem Chassis? Ja, also die Sicke, das ist hier noch nicht ganz so diese Fahrradreifensicke, die ihr vielleicht kennt, diese ganz fetten Dinger. Sowas hatte ich mir übrigens zuerst ausgesucht aus der Ultimax-Serie von Dayton. Aber wie gesagt, das hätte 70, 80 Liter gebraucht, das wäre zu viel gewesen.
Das ist jetzt eine, ja, doch breite Sicke, aber Standard. Und die Membran selbst hier, die ist aus Aluminium gefertigt, aus ja, einem Stück gepresst, denke ich mal, schwarz eloxiert, hat einen sehr, sehr stabilen Dustcap hier drauf und macht einen guten Eindruck, muss ich sagen. Das heißt, das Chassis kann wirklich absolut kolbenförmig hin und her schwingen. Und ja, welche Parameter sind noch wichtig? Da gucken wir mal aufs Datenblatt. Das Datenblatt habe ich nämlich auch schon geöffnet. Zwirl, da ist es. Subwoofer-Parameter. Ja, was ist wichtig? Manch einer sagt, ja, man kannst du alles nehmen, ne? Mach doch mal billig, billig, ne? Aber wie ich eingangs schon sagte, bei einem Subwoofer, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Da ist nichts mit billig, billig. Das muss schon alles hundertprozentig passen. Und ja, damit es richtig saftet nachher, sage ich mal, ja. Was für Parameter sind denn wichtig? Da schaue ich immer zuerst bei einem Subwoofer-Chassis auf die Resonanzfrequenz. Die hat hier nämlich sage und schreibe 22,2 Hertz. Das heißt, die Freiluft-Eigenresonanz von diesem Teil knapp über 20 Hertz. Das ist schon mal ein amtlicher Wert. Letztendlich ist es hier ein Bass-Spezialist, das Ding. Der soll im Bass laufen. Also, das heißt, je tiefer meine Resonanzfrequenz von diesem Teil ist, desto tiefer liegt nachher auch der Arbeitsbereich von dem Ding. Ja, und dementsprechend muss man einfach sagen, ist das schon mal ein wichtiger Wert. Ja, und dieser Wert, der wird hier wirklich eingehalten. Ja, was haben wir denn sonst noch für wichtige Parameter bei einem solchen Chassis? Da fällt mir als weiteres sofort ein X-Max. Was ist X-Max? X-Max ist die maximale Auslenkung von dem Chassis, wenn es hin und her schwingt, wie weit es halt sich verschieben, Luft verschieben kann. Und da wisst ihr natürlich alle, im Bassbereich muss ordentlich Luft geschaufelt werden und dementsprechend muss X-Max hier auch bei diesem Chassis, man sieht es vielleicht, na, man sieht es nicht, wenn ich das hin und her schwingt, da muss das schon ganz, ganz ordentlich sich bewegen können. Ist bei diesem Chassis Check auch gegeben. Worauf achte ich persönlich noch bei einem solchen Chassis? Und jetzt wird es ein bisschen diffiziler. Und zwar ist das dieser BL-Wert. Das ist der Antriebswert. Das heißt, wie kräftig, sage ich mal, wirkt das Magnetsystem, auf die Schwingspule. Das ist ein Antriebsfaktor. Und der ist jetzt hier beschrieben mit Teslameter. Man kann ihn allerdings auch beschreiben mit Newton pro Ampere. Newton pro Ampere, was soll das jetzt wieder bedeuten? Letztendlich, wenn ich eine Spule in einem Magnetfeld von einem Strom durchfließen lasse, dann möchte die Spule sich ja rausbewegen und das tut sie mit einer bestimmten Kraft. Und wenn ich jetzt, und jetzt kann man es hier ganz einfach mal schauen, 18 Teslameter hat das Ding. Da könnte ich auch sagen, das sind 18 Newton pro Ampere. Das heißt, ich lasse durch das Chassis an den Klemmen, sage ich mal, 1 Ampere fließen und die Kraft, die sich durch die Auslenkung der Membran ergibt, sind 18 Newton. 18 Newton. Cool, ne? Ja, was kann man damit anfangen? Also normalerweise würden die 18 Newton ja, bis die Schwingspule das Magnetfeld verlässt, schön weiterwirken, aber das Ganze wird zurückgehalten. Und wodurch wird es zurückgehalten? Durch die eigene Einspannung, durch die Spinne, die hier unten drin ist, durch die Sicke. Es wird ja aufgehalten. Es ist ja im Grunde, läuft in eine Feder rein. Und dementsprechend kommt jetzt der nächste Parameter ins Spiel, das ist CMS. Und CMS, das ist ja im Grunde die Nachgiebigkeit von dem guten Chassis. Und jetzt wird es interessant, wenn er mal genau schaut, und ich spreche jetzt von Kleinsignalverhalten von so einem Ding, davon mal ab, ja, Kleinsignalverhalten. CMS, da ist auch wieder ein Millimeterwert im Spiel und ein Newtonwert. Aha. So, und jetzt gehe ich nochmal auf diesen BL-Faktor, da habe ich gesagt, wenn ich 1 Ampere durchfließen lasse, dann bildet es eine Kraft von 18 Newton. Es waren ja Newton pro Ampere.
Wenn ich also bei diesem CMS-Wert 18 Newton habe, dann erfährt das Chassis eine Auslenkung von 0,27 mal 18. Das müssten fast 5 mm sein. Und so kann man mit diesen Werten mal einfach so hin und her rechnen. Das heißt im Grunde, 1 Ampere lasse ich durch die Klemm fließen und die Membran geht 5 mm raus oder rein, je nachdem wie ich es pole. Cool, ne? Kann man alles durchrechnen. Wie gesagt, rudimentär, Kleinsignalverhalten. Wenn da keine Luftlast mit drauf ist, im dynamischen Fall, dann sieht das noch ganz anders aus. Aber jetzt können wir erstmal davon ausgehen, dass man solche Werte einfach mal hin und her rechnen kann. Und wie man es macht, habe ich euch ja gerade gezeigt. Interessant, oder? Geht's weiter. Diese Werte, die ich euch gerade genannt habe, diese 18, ja, den muss man natürlich jetzt erstmal begreifen, diesen Wert. Wenn ich jetzt mal an unsere vergangenen Projekte denke, das war der Bass in der TQWT von der Align und auch in der Moni der Bass. Das sind normale Hi-Fi-Bässe und die haben so einen Antriebswert von, na, ich sage mal, oh, ich habe es jetzt nicht im Schädel mehr, ich schätze mal 7 bis 9 oder sowas müsste das Material gehabt haben, der Antriebswert. Das heißt, ihr könnt schon sehen, dass so ein Subwoofer mit dem doppelten Wert arbeitet, also einen richtig mächtigen Antriebswert hat. Toll. Dementsprechend, damit das gute Stück aber nicht gleich hier meine Membran raushaut, bewegt sich die Membran bei der Kraft von einem Newton aber nur 0,27 mm. Das sieht bei den normalen Hi-Fi-Bässen wieder ganz anders aus. Da kann es schon mal sein, dass das gute Stück weicher aufgehängt ist. Das ist ja die Nachgiebigkeit der Aufhängung. Und dann mal schon, ich sage mal, einen halben Millimeter oder 0,7 Millimeter schwingt bei einem Newton. Das heißt, nochmal wieder auf den Subwoofer zu kommen. Ein Subwoofer hat einen mächtigen Antrieb. Ein Subwoofer hat eine sehr straffe Einspannung. Und ein Subwoofer hat eine sehr tiefe Resonanzfrequenz. Ach so, die tiefe Resonanzfrequenz, wie komme ich da jetzt überhaupt hin? So eine tiefe Resonanzfrequenz, das wird einfach gemacht, indem ich die ganzen bewegten Teile, die ich habe, jetzt kommt der MMS-Wert, besonders schwer mache. Man darf es nicht übertreiben, das ist klar, die Parameter müssen stimmen, aber wenn ich mir jetzt mal den MMS-Wert von diesem Chassis angucke, MMS, hier ist er, dann lese ich hier 194 Gramm. Wow, 194 Gramm, zwei Tafeln Schokolade, wiegt das bewegte System. Die Sachen, die bewegt werden. Membran, Sicke, Spinne, das ganze System. 200 Gramm fast. Und ja, da könnt ihr euch schon vorstellen, wenn ich mit bei 50 Hertz, also 50 Mal pro Sekunde zwei Tafeln Schokolade hin und her schiebe, da ist schon Dampf hinter. Ja, das halte ich nicht lange durch. Man hält es überhaupt nicht durch, davon mal ab. Und das ist auch mit der Grund, warum der Antrieb hier ganz schön kräftig sein muss. Ja. Ich denke mal, damit habe ich euch jetzt erstmal dieses Subwoofer-Chassis so ein bisschen näher gebracht, auch warum ich es ausgewählt habe. Und ja, in einem weiteren Schritt, ich war natürlich die ganze Zeit am Rechnen immer mit meinem Bassfaktor und meinen Bassformeln. Wer das Video nicht kennt, verlinke ich euch hier. Und ich denke mal, die Unterlagen, die dazugehören, die packe ich dann auch nochmal unter das Video. Dann könnt ihr euch das runterladen. Ich möchte euch die Unterlagen nochmal ganz kurz zeigen. Die habe ich nämlich auch schon offen. Das waren meine sogenannten Bassformeln oder die Weltformel. Da kommt nicht immer 42 bei raus übrigens. Wie ich ja, mit einem Blick im Grunde sehen kann, ich gucke mir hier zum Beispiel den VHS-Wert und mein gewünschtes Gehäusevolumen an, habe hier eine ganz kleine Rechnung, die man halbwegs im Kopf machen kann. Und wenn nicht, jeder hat sein Handy und einen Taschenrechner drauf dabei eigentlich, dann bekomme ich einen Faktor und mit diesem Faktor kann ich hier munter weiterrechnen, wie weit wird sich in meinem gewählten Gehäuse die Güte erhöhen, wie weit wird sich die Resonanzfrequenz erhöhen, alles mit diesem Faktor. Und ja, dahinter haben wir noch viele, vieles mehr gemacht. Wir schauen uns an die Eignung von Chassis, wo passen sie am besten rein. Und das können wir alles munter durchrechnen. Nachher kann auch das GHP-Prinzip hier. Wie gesagt, das findet ihr unterm Video verlinkt. Falls euch das interessiert, falls ihr diese Formeln auch haben wollt und wissen wollt. Ich weiß, es sind ja viele neue Leute dabei, die das Video unter Umständen nicht gesehen haben.
Deshalb weise ich jetzt hier nochmal explizit darauf hin. Okay, wie geht's jetzt weiter? Das Chassis. Ja, die Jungs von Variant haben mir eine Gehäuseempfehlung ausgesprochen für das Ding. Und das ist ein, was war das jetzt? Brutto 57 Liter Gehäuse. Da müssen wir noch ein bisschen was abziehen für diesen Klotz an Magneten, wenn es eingebaut ist. Und auch für eine Verstrebung, die da drin ist. Da landen wir nachher so bei 52 Litern etwa, die das Gehäuse hat. Und ja, da sieht man wieder, dass die Jungs sich Gedanken machen. Ich hätte es genauso ausgerechnet. Unfassbar. Ich habe die Simulation ja schon auf dem Rechner drauf. Das ist die Simulation von diesem Chassis. Ich habe es hier drin. Und wenn ihr euch die Box hier anschaut, dann habe ich jetzt hier 50 Liter genommen. Ich habe einen super Verlauf hier. Ich habe eine minus 3 dB Frequenz von, ich sage mal, 38 Hertz etwa. Das ziehen wir nachher noch mit dem Verstärker. Und was habe ich noch? Wow, was ist denn das hier oben in der Ecke? Amtlich. Amtlich. Sag mal, hat das Ding schon einen Namen von mir gekriegt? Habe ich mir wirklich mal im Vorfeld einen Namen ausgedacht? Das ist ja unfassbar. Ich fand das Wortspiel super. Erstmal soll es für mich ein amtlicher Subwoofer werden. Dann im letzten Teil werden wir dort einen Verstärker reinbauen, ein Amp. Ja, und deshalb ist das für mich jetzt der Amtlich. Amtlich. Ich finde das Wortspiel gut. Muss nicht jeder gut finden. Ich finde es in Ordnung. Und weil das vielleicht nicht der einzige Subwoofer auf diesem Kanal bleibt, vielleicht bauen wir irgendwann nochmal einen größeren oder vielleicht auch einen kleineren. Das müsst ihr euch wünschen. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Hat das Ding hinter seinem Amtlich natürlich noch eine Bezeichnung. Es ist ein 12 Zoll Bass und das Verstärkermodul wird nachher 250 Watt haben. Also ist das der Amtlich 12 250. So, das Ding hat einen Namen. Yes! Ho. Hier muss alles irgendwie einen Namen haben, ne? Gut, Meierchen. Was haben wir noch? Also, ich habe euch jetzt gesagt, was ich an diesem Chassis gut finde. Ich habe euch die Parameter erklärt und was ich immer super interessant finde ist, da kann ich immer so ein bisschen auf die Güte schließen von so einem Ding, sieht denn eine Messung, die ich mache, genauso aus wie das, was im Datenblatt drin steht? Und damit meine ich ganz speziell die TSPs. Und ich würde sagen, das ziehen wir jetzt nochmal durch, eine schöne TSP-Messung. Wie es genau funktioniert, auch das Video ist verlinkt in der Ecke. Das haben wir schon durchgekaut, wie man TSPs misst. Deshalb mache ich das jetzt hier mal so halbwegs wortlos. Okay, ich habe mein REW schon auf und ich möchte eine Impedanz messen. Ich muss mein Messsystem dementsprechend einstellen. Die klemmen hier dran an dem Monster. So, dann kann ich schon loslegen. So, das ist der Impedanzverlauf von dem guten Stück. Jetzt interessiert mich erstmal, ist die Freiluftresonanz genau so, wie es beschrieben ist im Datenblatt? Und da liege ich hier bei 22,8 Hertz. Und im Datenblatt stehen unfassbare, wo habe ich das jetzt gehabt? Hier, 22,2. Das ist eine geringe Abweichung. Eins ist klar, ich habe das Chassis schon warm laufen lassen. Das mache ich immer. Was bedeutet warm laufen lassen? Ich sage auch immer einbrennen ganz gern dazu. Ich lasse das Chassis ein paar Stunden mit ein wenig Leistung und einer sehr tiefen Frequenz einspielen, eine Sinusfrequenz. Das schwingt also munter hin und her über mehrere Stunden. Ja, und dadurch werden so die Sachen, die hier drin sind, gängig. Ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel so eine Zentrierspinne, die hier hinten drin ist, das ist meist ein Gewebe. Und da ist Kleber drin und der muss erstmal so ein bisschen weich werden, wenn das hin und her schwingt. Und genau das mache ich. Und ja, dadurch nährt sich so ein Chassis nachher ruckzuck seinem endgültigen Wert an. Es kann sein, dass es so ein Ding out of the box, direkt aus dem Karton, halt eine Resonanzfrequenz von 30 Hertz hat. Und dann lässt das eine Stunde warm laufen, hat das schon 24 Hertz. Und nach zwei weiteren Stunden habe ich dann fast den Wert, den es haben soll. Ich bin zufrieden, muss ich sagen.
Wie gesagt, 22,2 Hertz soll es haben. Und ich habe eben gemessen hier 22,8. Pillepalle, Schnickschnack, passt. So, jetzt geht's munter weiter. Wir wollten die TSPs aufnehmen. Und jetzt kommt die Karosseriedichtmasse von dem Klaus ins Spiel hier. Klaus, liebe Grüße und vielen Dank nochmal dafür. Diesmal sieht es so aus, dass ich ein bisschen mehr in der Hand habe als sonst. Und das ist auch nicht falsch. Wenn ich ein Chassis schon habe, welches besonders groß und besonders schwer ist, und das habe ich ja hier, den Subwoofer, dann muss ich das dann auch bei der TSP-Messung mit ein paar mehr Gramm als sonst beschweren. Sonst hatte ich immer, was hatte ich? Ich glaube 21 Gramm und heute habe ich hier 51 Gramm von dieser Masse. Ja, ganz einfach, damit der Unterschied zwischen der Freiluftmessung ohne Zusatzgewicht und der Freiluftmessung mit Zusatzgewicht deutlich ausfällt. Sonst kann also mein Messprogramm da leider nichts simulieren. Und das ist der Grund dafür. Okay, also nicht lange quatschen, sondern das Zeug hier raufpacken. Ich hoffe, es klebt einigermaßen an. Was wie immer wichtig ist bei solchen Sachen, ist, dass das zum einen ordentlich anklebt und sich nicht bewegt. Ich hoffe, das ist jetzt fest genug hier, wenn ich es ein bisschen andrücke. Und zum anderen, dass alle Luftöffnungen, die das Chassis hat, das heißt diese seitlich und natürlich auch die hinten, frei sind und offen sind. Sonst messe ich nämlich nur Käsequark. Haben wir schon gehabt, oder? Okay. Also zweite Messung fahren. Ruckzuck. So, die haben wir auf dem Schirm. Wir haben jetzt eine Resonanzfrequenz hier von 20,2 Hertz. Also so viel ist es gar nicht runtergegangen. Ich hoffe, es klappt mit dem Kalkulieren. Ich finde den Unterschied einfach noch nicht deutlich. Ich denke mal, ich werde noch mal mehr Gewicht draufpacken. Das ist vielleicht sinnvoll. Und fahre dann noch eine weitere Messung. Wir hatten jetzt 51 und ich packe von Klaus seiner Wurst. Weitere, was hatte ich jetzt hier gemessen? 23 Gramm drauf. Also 51 Gramm plus 23 Gramm. Auch schön aufgeklebt hier. Das sitzt. Und werde nochmal messen. Und jetzt ist die Resonanzfrequenz noch weiter runtergesackt hier auf 19,1 Hertz. Ich denke mal, damit kann ich jetzt besser leben. Das heißt, meine Messung mit insgesamt 74 Gramm, die werde ich nehmen. Das ist diese. Und dann mit REW, wir haben es schon ein paar Mal gemacht, gehe ich auf Tools. Dann gehe ich hier auf Thiele Small Parameters. Und dann sage ich, was war meine Freiluftmessung? Das war die erste ohne Gewicht. Dann habe ich meine zweite Messung mit dem Gewicht, was ich draufgepackt habe. Dann muss ich angeben den DC-Widerstand von der Schwingspule. Ich sage mal 6 Ohm etwa hat das Ding. Dann muss ich angeben, wie groß ist die Effective Area. Das heißt, der Wert SD, den könnt ihr jetzt selber messen, durchrechnen oder ihr nehmt den aus dem Datenblatt. Das tut, glaube ich, nicht weh. Zumindest das sollte eigentlich genau da drin stehen. Das heißt, ich wechsle hier zum Datenblatt, schaue kurz rauf und sehe, das gute Stück hat eine Fläche von 506,7 Quadratzentimetern. Das gebe ich jetzt erstmal wieder hier ein. 506,7. Lufttemperatur 20 Grad, das mag gerade passen in meinem beheizten Kellerchen. Und Edit Mass. So, und da habe ich jetzt gerade eben, habt ihr ja gesehen, 73, nee, 74 Gramm draufgepackt. Und diese 74 Gramm trage ich jetzt hier ein. Jetzt weiß das Programm, um wie viel ich es beschwert habe. Okay. Und dann kann ich auch schon sagen, Calculate. Und bekomme hier meine selbst gemessenen Werte. So, und die vergleichen wir jetzt mal mit den Werten hier im Datenblatt. Das sollte aber ungefähr hinkommen.
Also FS, die Resonanzfrequenz, die haben wir schon gehabt. 22,7 selbst gemessen, 22,2 im Datenblatt. Piff, passt. Weiter geht's im Programm. Ganz wichtige Werte sind die Gütewerte. Meine mechanische Güte habe ich hier 2,99, hier 2,5. Das mag jetzt noch daran begründet sein, dass das Ding noch nicht hundertprozentig eingespielt ist. Wie gesagt, ich hatte es erst ein paar Stunden jetzt laufen bei einer sichtbaren Schwingung. Wenn ich das noch ein bisschen weiter prügel, dann sollte sich diese mechanische Güte wieder ein bisschen anders tun. Sagen wir mal so. Die elektrische Güte mit 0,51, ich habe hier 0,54, entspricht ungefähr dem Datenblatt. Unsere Gesamtgüte mit 0,436 entspricht in etwa dem Datenblatt. Unsere bewegte Masse mit 203 Gramm. Und hier sind es 194 im Datenblatt. Tja, hin oder her, es bleibt bei zwei Tafeln Schokolade, ne? Okay. Dann mein Antriebswert, der war mir ja ganz wichtig für diesen Chassis. Den finde ich jetzt gar nicht auf Anhieb, bin ich doof. Hier unten steht da 18,5 Teslameter wird gemessen mit REW. Im Datenblatt stehen 18. Und ganz wichtig, mein VHS-Wert 87 Liter und 97 Liter hier. Auch das wieder ein Umstand, der sich vielleicht noch ändert, wenn das Chassis eingelaufen ist. Okay, der RSS 315 HFA minus 8, 12 Zoll ist ausreichend beschrieben, würde ich mal sagen. Und da geht es jetzt munter weiter mit dem Gehäuse. Wie gesagt, soll es nachher, ja, es wird knapp über 50 Liter haben. Ich habe das Gehäuse schon nebenan in der Holzwerkstatt. Und es ist ja ein, ja, wie soll ich sagen, Komplettbausatz mit Gehäuse. Könnt ihr euch dann alles selber zusammenfummeln, wenn ihr wollt. Und das gucken wir uns dann in der nächsten Woche an. Wenn ihr neu hier seid, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ja, dann wird es spätestens jetzt Zeit, dass ihr abonniert und vergesst die Glocke nicht, damit ihr zu weiteren Teilen mit dem Monster hier dann auch erinnert werdet. Jo, ich freue mich. Nächstes Mal sehen wir uns also in der Holzwerkstatt, diesmal ohne Kreissäge und allem, diesmal hoffentlich nur mit Leim, Spannriemen und ein bisschen Farbe. Wir schauen. Macht's gut. Tschüss.